السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله heute werden wir über den Koran sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dies ist der Monat Ramadan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Hier gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Tafsir-Gelehrten. Heißt das hier entweder, dass der komplette Koran von Allah subhanahu wa ta'ala zum untersten Himmel herabgesandt wurde und dann Stück für Stück auf den Propheten alayhi salatu wassalam, und die andere Aussage, dass die erste Ayah auf den Propheten alayhi salatu wassalam im Ramadan herabgesandt wurde. Auf jeden Fall, wir sollten uns sehr mit dem Koran beschäftigen. Denn der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, dass jeder Buchstabe im Koran 10 Hasanat gibt. Und wie er sagte alayhi salatu wassalam, es ist nicht Elif, Mi, Elif, Lam, Mim ein Buchstabe, sondern Elif ein Buchstabe, Lam ein Buchstabe und Mim ein Buchstabe. Subhanallah, die Seite im Koran hat ca. 400 bis 500 Seiten. Das sind einfach mal 4.000, 5.000 Hasanat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir alle wissen, macht vervielfältigt die Hasanat 10 bis 70 Mal, 10 bis 700 Mal. Deswegen sollte sich keiner diese große Belohnung entgehen lassen, im Ramadan und außerhalb vom Ramadan. Das gleiche, der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Und der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, es wird zu demjenigen, der Koran auswendig kann, Yawm al-Qiyamah gesagt, lies, also rezitier den Koran, denn deine Stufe im Paradies ist bei der letzten Ayah, die du rezitieren kannst. Deswegen, man sollte nicht diese große Belohnung des Koran lesen und lernen und des Tafsir lesen und lernen sich entgehen lassen und sich mit anderen Sachen beschäftigen. Vor allem jetzt im Ramadan. Man sollte sich nicht mit irgendwelchen Videos beschäftigen, die zum Beispiel lustig sind oder politische Themen befassen oder ähnlichem. Die Salaf, möge Allah ihnen Barmherzigkeit erweisen, haben schon im Sha'ban ihre Tijara, ihre Arbeiten, ihr Business, ihre Geschäfte zugemacht, um sich mit dem Koran in Schaban und in Ramadan zu befassen. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Natürlich in der heutigen Zeit, man ist zum Beispiel Angestellter oder ähnliches, kann nicht einfach seinen Laden zumachen. Aber die freie Zeit, die man hat, zum Beispiel man arbeitet 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, schläft 7, 8 Stunden, dann sollte man wenigstens vielleicht eine Stunde sich dem Koran widmen. Jetzt im Ramadan zum Beispiel nach Iftar, dass man einfach schon in der Moschee bleibt oder in die Moschee geht und bis Isha bleibt, einfach eine Stunde, eine halbe Stunde Koran liest. Denn das ist das Buch unseres allerhöchsten Herrn, das er subhanahu wa ta'ala beschützt vor den Verfälschungen und mit dem er uns und den Propheten alayhi salatu wassalam geehrt hat. Und deswegen sollte man sich mit dem Koran beschäftigen und nicht den Koran als Staubfänger irgendwo im Regal stehen haben und jetzt im Ramadan die letzten knapp 25 oder gut 25 Tage noch nutzen und so viel Koran lesen, wie man kann. Subhanallah, Al-Imam al-Bukhari, zu ihm wird überliefert, dass er den Koran täglich im Ramadan einmal komplett durchgelesen hat, 600 Seiten. Für uns ist es schon meistens schwer, 6 Seiten zu lesen. Deswegen, jeder sollte sich diese Nachricht zu Herzen nehmen und inshallah sich mit dem Koran befassen in Ramadan und auch nach Ramadan nicht den Koran vergessen und wegstellen. Und barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.